Fahne geht nach oben. Und die Boxen auf 2800 Meter stehen an zum Hoppegartner Steherpreis, unserem vierten Highlight, sportlichen Highlight am heutigen Tag. In guter Linie sind sie abgesprungen. Schauen wir mal, wer die Spitze nehmen will. Gut abgekommen sind Deja, auch Vivian Wells. Memphis lässt sich ein bisschen zurückfallen hinter Loft. Dann sehen wir außen noch Alerta Rocha. Und Luke Morris schaut mal, will da einer gehen? Will wohl so richtig keiner und da wird das wohl gleich selber machen. 100 Meter vor dem Ziel, jetzt geht es noch einmal rum und dann ist es vorbei. Luke Morris mit der Spitze auf Alerta Rocha vor Vivian Wells. Dann sehen wir an der Innenseite Deja galoppieren mit Sioux außen daneben, mit Memphis daneben außenrum, außen wieder um auch Loft zu sehen. Dann innen kurzer Weg für Sir Volcano jetzt in den Bogen hinein. Von Naida vor The Tiger und Aldenham an letzter Position. Nach einem flotten Start ist das Tempo jetzt ein bisschen rausgenommen worden. Vorne von Alerta Rocha mit Luke Morris. Die grün-weißen Farben sind voraus. Dann Deja an zweiter Position vor Vivian Wells in zweiter Spur galoppierend. Dann sehen wir Loft außen in dritter Spur gehend an vierter Position. Vor innen an der Hecke Sir Volcano, flankiert außen von Sioux. Dahinter dann außen galoppierend Memphis von Naida vor The Tiger und letztes Pferd Aldenham. So geht es mit wenig Positionsveränderungen in die Gegenseite hinein. 1600 Meter gleich noch bis zum Ziel. Unsere Favoritin bleibt voraus. Hat jetzt wieder ein bisschen schneller gemacht. Alerta Rocha vor Vivian Wells in zweiter Spurenposition. Dann sehen wir Deja an dritter Stelle gehend. Vor Loft, vor Sioux außen, mit innen Sir Volcano, vor Memphis, vor Naida, die Anschluss hat an die Vorderin. Und hinten geht es dann weiter mit hinter Naida, mit The Tiger und Aldenham an letzter Stelle. 1200 Meter noch zu absolvieren im Hoppegartner Steherpreis. Alerta Rocha mit der Spitze vor Deja, vor Vivian Wells, mit Loft außen daneben in dritter Spur. Dann sehen wir Sioux ein bisschen vorgerückt, ganz innen an der Hecke, galoppiert aber dicht auf im Mittelfeld auch Sir Volcano. So sind sie im letzten Drittel der Gegenseite angekommen. Hinter Sir Volcano sehen wir innen galoppierend Naida, außen begleitet in zweiter Spur von The Tiger. Davor war noch Memphis zu sehen, letztes Pferd bleibt aber Aldenham. So sind die Pferde im Dahlwitzer Bogen angekommen. Der Vorteil von Alerta Rocha, eine Länge vor Loft jetzt in zweiter Stelle, vor Deja innen. Vor Memphis außen, vor Vivian Wells, dahinter dann innen Sir Volcano, vor Sioux, vor Naida, vor The Tiger und Aldenham an letzter Position. In diesem Augenblick kommen die Pferde in die Zielgerade hinein, es sind noch 500 Meter bis zum Ziel. Alerta Rocha mit der Spitze. Alerta Rocha will sich hier lösen von Deja, die greift aber an, auch Loft ist dahinter. Memphis kommt hier auf freie Bahn in der Bahnmitte, dort zieht auch Naida etwas stärker an. Alerta Rocha wird angegriffen von Deja. Deja vor Alerta Rocha, dahinter dann Loft und hier kommt der Angriff von Memphis. Vorne ist aber noch Alerta Rocha, die kämpft weiter. Alerta Rocha nach 200 Meter bis zum Ziel. Deja ist dran, Loft ist dran, aber Memphis kommt außen auf Touren. Alerta Rocha, Alerta Rocha mit Deja und ganz außen jetzt Memphis. Die letzten 100 Meter standen an und Memphis steckt den Kopf in Front und Memphis gewinnt den Hoppegartner Steherpreis. Memphis mit Jael Abeck vor Alerta Rocha, dritter wird Loft vor Deja. Dahinter dann Naida vor Sir Volcano, Sioux, dann Aldenham, dann Vivian Wells und The Tiger.